Obwohl die Kekse angebrannt sind, bin ich ein wertvoller Mensch. Ich nehme mich an. Es ist sehr schön, an einem Ort ohne Konflikte zu arbeiten. Es ist fast so schön wie in Damm. Ich habe 2 Jahre Sozialarbeit gemacht. Ja, jetzt, es ist so. Und das war auch gut. Und das war eine sehr, sehr neue und spannende Erfahrung. Ich habe zwar schon auch Jahre davor, ich glaube 2007, fürs Diakonische Werk mal hier in Aschaffenburg gearbeitet. Allerdings war das Öffentlichkeitsarbeit. Hier in dem Fall jetzt in Frankfurt habe ich wirklich richtig Klientenarbeit gemacht und hatte quasi unter meiner Obhut einen Café, einen Gastronomiebetrieb, der geführt wurde von Maßnahmeteilnehmern, die vom Jobcenter kamen oder vom Sozialamt. So trieft der Matsch, der Fuß so taub, wild küsst der Sturm die Nässe, wild legst du dich auf dunklem Laub, hell jauchzend auf die Fresse. Und weil du grad am Boden bist, erst fault der Ast, dann fällt er. Wie gut, dass bald schon Winter ist, noch blöder und noch kälter. Ich habe 2 Jahre feststellen können während meiner Zeit in Frankfurt, die für mich auch wirklich wichtig war und sehr erfahrungsreich war, dass ich aber nicht bereit bin, A, Pendler zu sein, wie man ja auch heute unschwer gehört hat mit den neuen Texten, und komplett auf Schauspiel und auf Bühne zu verzichten. Das geht nicht. Ich glaube, ist so schön. Wieso fahre ich eigentlich weg von diesem schönen Ort? Ja. Hier laufen noch mehr rum, die meine Anbindung an den Bahnhof verstehen. Die Deutsche Bahn versteht wenig von Anbindungen. Das Wort Eheanbahnung muss aus einer Vorzeit stammen, wo die Bahn noch fuhr. Also am angegebenen Tag zu ungefähr dieser Stunde. Ja, ich gehe zurück auf die Bühne. Ich bin das den Aschaffenburgern und mir schuldig. Wir begannen 2007 mit Mann um Mann 1, Eine Frau will unter die Haube. Wir folgten mit Mann um Mann 2, Der Lack ist ab. Und ich habe immer gesagt, Mann um Mann wird eine Trilogie. Jetzt wird es soweit sein. Eine Trilogie, Mann um Mann 3, Diskrepanzerfahrung. Und da möchte ich tatsächlich all diese Frankfurter Geschichten, ihr habt ja heute schon Einblick in verschiedene kleine Sachen bekommen, die möchte ich verwursteln. Ich glaube, ich darf auch schon verraten, dass es kein Solo mehr sein wird. Es wird ein Duo sein. Ja dann, frohe Weihnachten und stille Nacht allerseits.